Und herzlich willkommen, liebe Freunde des Quidditch-Sports. Wir sind hier im schönen Tornisch bei der Deutschen Quidditch-Meisterschaft 2019, wo sich über 30 deutsche Teams zusammengefunden haben, um unter sich auszumachen, wer der deutsche Meister sein wird. Und ich bin Philipp Stolz und ich werde hier begleitet von Gael. Guten Morgen, Alan. Wunderbar, vielen Dank. Gael und ich werden jetzt gleich die Jupiter-Stühlich gegen die Frankfurter Manticores hier auf dem Livestream als erstes Spiel des Turniers für euch kommentieren dürfen. Ihr seht auf der linken Seite die Frankfurter Manticores, rechts gegen die Jupiter Stühlich, ein neueres Team gegen eines der alteingesessensten in ganz Deutschland. Okay. Die Frankfurter sind seit Beginn des deutschen Quidditch schon am Start. Jupiter Stühlich im vergangenen Jahr gegründet worden, unter anderem von Leon Bürgers, den man auch abseits von hier nicht gut kennt, nämlich Bonner Bieter, Nationalteam-Mitglied, ein guter Trainer, den sich die Jülicher hier ausgesucht haben, der den Quidditch nach Westdeutschland an die Grenze zu Niederlanden und Westfalen gebracht hat und jetzt mal gucken wird, was sein Team hier anrichten kann. Was noch zu erwähnen wäre, beim Frankfurter Team spielt auch aktuell, wenn wir sie ganz jetzt sehen, ganz links auf der Seite der Frankfurter Manticores, Nina Heise und Patricia Heise auf der Auswechselbank mit an der Klimaanlage zu erkennen. Das sind die Trainerinnen des Entwicklungsteams des Deutschen. Und die Frankfurter mit ihren bekannten Slogans Randale, Bambule, Frankfurter Schule. Die wissen schon, wie man die Stimmung hier macht. Und eben werden gut gecoacht vom Entwicklungsteam, Trainingsstab, Nina Heise und Patricia Heise. Noch gibt es kurze Beratschlagungen der Refs, aber bald sollten wir hier auf dem Weg sein. Wir haben Glück mit dem Wetter, es sind gemütlicher, ja, es ist 16 Grad, etwas bewölkt, dadurch nicht zu heiß, eigentlich bestes Quidditch-Wetter, oder gell? Ja, ja, und kein Regen und das war anders am letzten Nacht so. Genau, da war es ein bisschen heißer, jetzt haben wir zum Glück etwas bessere Temperaturen und das sorgt natürlich für angenehmere Spielverhältnisse, gerade bei so einem langen Turnier, wo es bis zu 10 Spiele werden können, gell, für ein einziges Team. Ja. 10 Spiele, hast du schon mal ein Turnier bestritten mit 10 Spielen? Also ich noch nicht. Nein, nein, in Niederlande machen wir das nicht, ja, so. Wir haben kein 30 Teams. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Der Scorehebel ist bereit. Die Assistant Refs sind bereit. Und damit dürfte es ja auch gleich losgehen. Und los geht's. Ja. Und Jülich. Brimstone. Ja, das sah mir ein bisschen aus, als ob der Kopf zu weit unten war. Dafür gibt es die gelbe Karte. In den gegnerischen Chaser reingelaufen. Nicht absichtlich, muss dennoch geahndet werden. Und der Ref macht direkt mal klar, dass er heute wenig Spielchen zeigen wird. Und Jülich dafür erstmal im Ballbesitz ist. Ja. Grabbing war der Foulcall, wunderbar. Alles klar, gelbe Karte, völlig richtige Entscheidung. Frankfurt 2 und das ist Luis. Ja, Luis Teschner hier mit dem Foul, gibt dann mit Felix Krumbach, dem mal 42 von Jülich, den Ball und das könnte jetzt eigentlich rechtzeitig in einen Konter einsetzen. Wendy. Oh, sehr schöner Tackle hier. Und jetzt kennt er wie Wambi. Jülich hat. Ah, Frankfurt hat Blöcke Control. Und hat sich den Quaffel holen können durch ein gutes Tackle, das den gegnerischen Chaser außerhalb der Boundary gesetzt hat. Und das ist kein Hoop. Nein. Leicht links vorbei. Schöner Versuch von der Nummer 63. Ja. Nico Aiskali hier. Muss noch ein bisschen mehr Zielwasser trinken. Vielleicht am Morgen ist noch früh. Wir vergeben ihm das. Wenn er einen Kaffee drin hat, trifft er den vielleicht eher. Jetzt erstmal Jülich am Ball. 25, das ist Sascha Svoboda. Und Sascha ist dafür bekannt, sehe ich hier, den Sascha zu machen, nämlich aus 2 Metern Entfernung den Hoop nicht zu treffen. Hier spielt er den Pass auf seinen Teamkameraden. Jan Wachendorf kann es durchziehen, keine Bieter da, wird aber gut weggedrängt und setzt das Ding drüber. So.
und. So geil, bisher sehen wir hier noch ein bisschen fehlte Zielgenauigkeit bei den Abschlüssen. Ja. Es ist größer. Ich denke, dass die Teams. Ja, was sie sagen, nur Kaffee genau. brauchen. So. Und auch Hamburg ist im Logic Control, aber. Ja, Frankfurt passt auf die rechte Seite. Schöner Ball. Schön, das ist ein Hub. 10:0 für Frankfurt. Das wird eine richtig schöne Aktion auf der rechten Seite. Spielt sich die Nummer 78 frei, macht den langen Pass auf Nico, der hier mit seinem Fehler aus den ersten Sekunden wieder wegmacht und das 1:0, das 10:0 beziehungsweise erzielt für Frankfurt. Und jetzt kann Jülich. Ah! Klären die Koffer so. Und ja, das ist ein Hoch. Das ist ein sehr schöner Drive von Frankfurt. Jona Gerhardt hat hier nochmal versucht, aus der Entfernung den Beat zu setzen. Den trifft er natürlich nicht häufig, in diesem Fall leider nicht. 20:0. Jülich etwas ins Hintertreffen geraten. Ja. Es ist spannend für Sie. Sie sind das erste Mal bei der DM dabei. Da kann man jetzt natürlich mal ein bisschen gucken, wo der Weg hingeht. Ich persönlich hätte gedacht, dass Jülich hier an diesem Turnier für ein paar Überraschungen sorgen kann und mal gucken, ob sie sich jetzt noch verbessern können. Ja, und ich denke auch, das ist die erste Game, so. Oh, schöner Wurf von Sascha, aber der geht drüber und dann, oh mein Gott! Das ist ein Hub. Ein wunderschönes. So, Jupiter Jülich gegen die 3-1-Defense, geil, das heißt, sie markieren drei Chaser ab der Mittellinie und ein Chaser ist noch in den Hoops, weil sie das Glück haben. Ja, es ist wie Man-Marking, aber... Mit Zone, genau. Mit Zone. Die Verteidigung stand wunderbar. Man sieht, Jupiter Jülich fühlen sich sicherer, wenn sie den Klatscher, wenn sie beide Klatscher in den Händen halten. Und Frankfurt muss sich jetzt mal was ausdenken. Oh, Broomstown. Ja, da war wohl ein Foul-Call und Frankfurt hat hier wohl gegen die Regeln verstoßen. Das ist Jenny Klopczyk, die Assistenz-Referee, die hier einen Foul gesehen haben möchte. Der Referee geht schnurstracks auf Nummer 78 zu. Das ist Martin Klö. Ja, Martin, was hast du angestellt? Ich sehe die gelbe Karte, wie sich vor dein Gesicht gehalten wird. Ah. Ignoring Ref Call, ja. Das kann passieren in der Hitze des Gefechts. Es ist laut auf dem Spielfeld und da kann man mal den Ref Call nicht hören. Aber dafür gibt es die gelbe Karte. Referee, ziemlich streng. Was hältst du von sehr strengen Referees? Magst du das oder möchtest du das Spiel ein bisschen Ich mag das, weil ich denke, dass das gut für die Game ist. Weil auch mit Beats ist das sehr, sehr nett für die Chaser, wenn das gut gekauft wird. So. Ja, bei den Turnieren, wo einige neue Teams dabei sind, muss man natürlich auf Regeleinhalt achten. Schöne. Also ein sehr schöner Deflect vom Nummer 2 von Frankfurt. Und das ist Louis. Die Offense von Frankfurt scheint ganz gut zu funktionieren. Sie gehen auf eine der Seiten, versuchen dann hier so ein bisschen für Ablenkung zu sorgen und dann der Pass auf den anderen Wing, auf den freien Receiver. Das hat bereits zum zweiten Mal geklappt und besorgt ihnen das 30:10. Ja, ich weiß nicht sicher, aber ist es ein Overload-Offense? Bitte? Overload-Offense, wir nennen das in den Niederlanden, weil man auf eine Seite geht und einen Wing an die andere Seite. Sehr schön, also das, was du beschreibst, ist genau das, was ich getan habe. Ich kannte den Begriff noch nicht. Dankeschön, mein Lehrer. Wie aus den verschiedenen NGVs. Das ist ein schöner Finish. Genau. Overload. Ich werde es dir merken, geil. Dankeschön. So, und Frankfurt mit die Waffe. Und wieder die 1-3 Defense. Nein, sie haben einen Troll, deswegen machen sie eine 2-1-1. Gemisster Beat. Ja. Und dann ein Drive, danke. Nein, ein Pass. Der war gut. Das war ein schönes. Martin, schönes Pass. Nein. Kommt nach der gelben Karte hier rein, setzt den richtigen Pass und das ist das 40:10. Ich denke, dass er einen Boost kriegt von seinem Kind nach Hause. Er ist dieses Jahr Vater geworden. Oh, wirklich? So,
Ja! Gratuliere dir herzlich, Mensch! Das ist ein Beach auf die Kippe von Schüttich. Oh Gott! Aggressive Defense bei Frankfurt, das könnten sie eigentlich versuchen, es schnell zu machen mit einem Passspiel. Auf der rechten Seite steht Fancy. Aber das ist kontrolliert. Ja, und zurück zum Keeper. Wieso scheint mir, dass an sich die Defense der Jupiler natürlich ganz gut steht, aber ein bisschen zu langsam in der Reaktionszeit ist. Sie schaffen es nicht rechtzeitig, die Receiving Options zuzumachen. Hier ein schlechter Pass von der Nummer 4. Das ist Jan Wachendorf, hat hier ein bisschen den schludrigen Pass gespielt und das ufert aus in den Verlust der Gattelor. Jetzt könnten sie auf Triple BS gehen, die Frankfurter. Schafft es aber nicht. Nein. So. Jan Wachendorf. Das ist Martina Steinert, die Blutscher. Klatscher auf Deutsch. Genau. Sich geholt hat. Genau. Ja. Ja, Wachendorf hatte keine Option, muss sich ein bisschen vorbeischummeln. Schafft das? Ja. Wird aber gut runtergebracht. Das war nicht ein guter Pass, aber. Oh, da wird die Hand gehoben, wurde ein Foul seitens von Jülich. Langer Ball nach vorne, den kann man natürlich mal probieren, wenn der Arm gehoben wird. Ja, und. Und es geht keine Meter vor sehr lang, aber ein Foul vom Jülich. Genau. So, das war von Assistant Ref Adrian, who has in den Niederlanden gespielt für die Rotterdam Ravens, also das ist mein Team. Ja, so eine gute Bekannte, wunderbar. Der hat den Call sehr, sehr früh gemerkt, dann das Spiel ging noch weiter. Frankfurt konnte das Tor erzielen, also denke ich, dürfte alles aktiviert werden. Vielleicht gibt es noch eine Karte, aber der Spieler sollte sofort oder die Spieler sofort wieder auf dem Feld sein. Leon Bürgers, der Coach der Jubis Jülich, möchte natürlich erstmal hören, warum und was da passiert ist. Das sieht mir aus wie ein Illegal Claim auf die Immunity. Ah, das ist ein neues Team, so das kann passieren. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß, dass von neuen Spieler Immunity ist ein. Schwieriger. Es ist auch für Standesspieler eine schwierige Situation. Man muss immer wissen, zu jedem Zeitpunkt, wo die Bälle sind. Und wenn dann einer mal schnell aufgehoben wird, ändert sich alles. Da kann man mal den Überblick verloren. Ja. Oh, das war nicht. Ah, nein, Entschuldigung. Das war ein. Der Ball wurde gehauen beim Schwung, also in den Wurf am Bein gegriffen. Das ist auch mal nicht legal. Ja, das. Resultiert in der gelben Karte, aber da kann Felix Krumbach das Team küken. Trotzdem auf dem Spielfeld bleiben. So, 50 zu 10. Frankfurt scheint eigentlich hier das ganz ruhig runterspielen zu können. Jupiter gefällt mir eigentlich in der Defense nicht schlecht, wenn sie ein bisschen wachsamer werden, in der Offense fehlt. Ja, ich denke, dass die Offense zu langsam ist. Mhm. Sie müssen sehr versuchen, so. Weiß nicht. Schnellere Wege vielleicht und dann muss man sagen, dass natürlich die Frankfurter das nicht schlecht machen, indem sie gut in den Kontakt reinkommen und dann die 1-2 Tackles setzen können. Ja, aber ich denke, dass für die Deutschen das Defense ist jedes Mal sehr gut. Sehr gut. Wir wissen das aus Niederlanden, dass die German Defense ist sehr, sehr gut. So, jetzt möchte Jülich natürlich mal hier Akzente setzen. Ja, und sie haben einen Troll, aber man-marked. Das war kein Unentscheid. Das war ein schönes Beach. Ja. Hat potenziell sehr gut gemacht, es kann der Konter gelaufen werden. Das war... Aber sie steht sofort wieder auf. Ja. Also da möchte ich mal kurz applaudieren. Meine Güte, auf beiden Seiten ein tolles Tackle, aber kannst du mir mal kurz sagen, wer das war, die Nummer 3? Steckt ja ein Moon, Michael Steinbacher, Respekt! Ja, richtig viel Kontakt weggesteckt! Vielleicht gibt es dann auch einen Award von Michael. Oh! Stimmt, es gibt einen Team-Intern Award, wahrscheinlich für widersteht einfach jeden Tackle. Also, das war richtig stark, meine Güte! Ja, das war. Schöner langer Wurf vorbei.
Oh ja. Das muss ein Tor sein. Aber ungenauer Pass. Vielleicht, vielleicht. Ja, das war ein schönes Hoop, aber ein nicht so schönes Pass. Das stimmt. Das Passspiel auf beiden Seiten gefällt mir noch nicht ganz. Obwohl doch eigentlich fangen wir bisher gute Pässe gespielt. Bei Jülich hingegen kommen ab und zu Pässe direkt an Receiver, die neben Butcher stehen. Ja. Das ist halt etwas, das man das mit der Zeit lernt. Und da zahlen sie aktuell noch mehr Geld. Ich hoffe, im weiteren Turnierverlauf können sie das abstellen. Ja, vielleicht mehrere Games zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist einfach immer schön zu beobachten, dass neue Teams bei Fortschreiten im Turnierverlauf eine unglaubliche Lernkurve haben. Also das exponentielles Wissen, das da einfach weitergegangen wird. Ja, aber das ist auch das Vorteil auf so viele Games auf einen Tag. Genau. Annika Löwenich kam hier mit ein paar schönes Beat. Oh. Hat etwas gesehen, aber was? Also eigentlich müsste da die Bieter mit der Nummer 15 noch ein paar Schritte aufs Feld machen, denn es ist der Pfiff war gute 20 Sekunden, bevor sie da außerhalb des Spielfelds gegangen ist. Aber bisher scheint alles in Ordnung zu sein. Ja. Und die Bieter hier, das ist für den Sinn, das ist Franziska Kreuz. Ja, auf jeden Fall eine der allerersten Quiz-Spielerinnen in Deutschland. Jeder kennt sie, jeder mag sie. Und jetzt steht sie an der Seite mit dem Butcher und wird gleich darauf harren, mit dem gutes Unheil in der Defense der Jupiter Jülichs anzustellen. Ja, aber sie war von den allerersten Quidditch-Team Deutschlands. Genau, also wie gesagt, Franziska kennt man eigentlich wirklich in ganz Deutschland. Einer der allerersten Quidditch-Spieler, die diesen Sport hier nach Deutschland gebracht haben, dafür sollte man höchsten Respekt zollen. Ja, was du gesagt hast, Frankfurt ist ein altes Team. Auf jeden Fall. So, und dann die Immunity. Ja, das war... das war ein schönes Beat. Sehr schön, jetzt haben sie die Butcher zurückgeholt und Frankfurt muss sich ein bisschen in der Offense entscheiden, wie sie jetzt vorgehen. Machen wir es mit einem langen Pass? Ja, das war kein guter Pass. Das war... Das ist ziemlich so, wenn Jupiter Jülich zwei klatschen, dann ist eigentlich ihre Defense recht gut. In der Offense wissen sie nicht wirklich, was damit anzufangen ist. Ja, es ist... ist ein bisschen fehlend, ich weiß nicht. Gucken wir mal, wie sie es jetzt anstellen. Es werden erstmal die Beater rausgenommen. Vielleicht müssen die Chaser mehr für die Beater warten, aber ich weiß nicht. Jetzt scheint aber eine Lücke da zu sein. Langer Pass auf die rechte Seite. Schön. Oh, das war schön. Das war schön. So. 60-30 und das Spiel ist wieder in Swim Range. Ja, und das ist sehr gut von Jupiter, weil es ist dein erstes Game auf die deutsche Quidditch-Meisterschaft, so. Ja, da ist doch schon mal was dahinter. Und ich bin gespannt, was wir nachher beim Sneaker-Floor sehen werden, wenn es darum geht, das Spiel mit dem Catch zu beenden. Jetzt langer Pass nach hinten. Das war kein Pass, das war ein Tor. Ja. So, wir sind aus Schwimmingen. 37, schöner, langer Ball. Ich weiß nicht, ob das ein Pass war von Donat. Paulina Hoffmann mit dem langen Ball und der ging durch die Hoops und damit Tor und ich denke, es wird ihr recht sein. Ja, aber auch dann so, das hat über die Siegerfloor, ich sehe hier einen Sieger für Frankfurt. Oh, Frankfurt hat nur einen Sieger? Das nur Fancy, Fabian Hake. Okay, meine Güte, das kann man natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob das im langen Turnierlauf vielleicht sich nochmal recht, wenn man nur einen Sieger hat, aber ich hoffe, dass wir noch einen zweiten im Petto haben. So. Da geht Nico wieder und ein Hoop. Ich meine, was man hier gesehen hat, war, dass die Beater die gegnerischen Beater abgelenkt haben, erfolgreich. Der Beat selbst wurde nicht getroffen, aber es hat genug Zeit gegeben, dass Nico auf die Hoops ziehen konnte und das Tor machen konnte. 80-30. Dafür Jülich wieder im Besitz beider Klatscher. Ja, aber sie müssen auch Hoops machen. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur Klatsche. Also erstmal werden die Beater abgeräumt, ja? Ja. Viel zu hoher Ball. Das war viel das zu hoher Ball. Nein, das war nicht. Ja, das war Björn Tenbrink, der muss da noch ein bisschen mehr Präzision und ein bisschen mehr Kraft auch reinbringen. So eine riesige hohe Ball gibt der Verteidigung viel zu viel Zeit, sich darauf einzustellen. Hier konnte sogar dann die Beaterin der Frankfurter einfach einen Beat gegen den Ball verletzen. Ja. Oh, ein Timeout.
von Frankfurt. Gut, eigentlich läuft doch für die alles ganz alles gut, aber sie wollen wohl noch mal drüber gehen, was jetzt hier gleich beim Siegerfloor laufen sollte. Ja, und vielleicht, misschien hatten sie erwartet, dass Jülich ein von die, einfachen Opponents wählen, so. Ja. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht für die Siegerfloor, weil sie nur ein Sieger haben? Ja. Ja, auf der anderen Seite, die Jülicher werden von Leon Bürgers nochmal gebrieft, was hier alles gut läuft und was nicht. Ich denke eigentlich, dass in der Defense mit Klatsch und Tor stellen sie sich nicht gar nicht so schlecht an. Da werden sie ab und zu einfach outpass, sag ich mal, also die Gegner schon mal, kann da besser passen. Es ist eher die Offense, die mir nicht ganz sagt. Da werden viele ungenaue Bälle gespielt, gerade auch als Pässe. Da muss man noch ein bisschen feinjustieren auf jeden Fall. Ja, oder sie warten nicht gut für die Beater und dann... Ja, dann werden wir als Chaser gebiet, ja. Genau, da wirst du ganz einfach abgefischt und das muss ich ein bisschen verbessern. Also noch sind sie eigentlich drin mit zwei Toren, ich traue es ihnen zu, aber dann muss auch jetzt bald mal wirklich dieser Impuls kommen. Ja, siehst. So, die Manticores. Manticuffle. Und Julie hat jetzt Blitzer Control, so ich denke, dass ihre Beater sehr gut sein. Aber ah, das war kein guter Beat. Nein. Vielleicht ist Julie auch müde, aber ich weiß nicht. Aber ich persönlich bin müde. Wir sind gestern erst um 2:30 in der Halle angekommen. Von Julie weiß ich es nicht, aber ich hoffe, sie können es jetzt mal ein bisschen abschütteln. Ja, sie haben auch lang... reisen müssen, so. Schöne Aktion von Nummer 14, Jonah Gerhardt holt sich da die Klatsche-Kontrolle für sein Team zurück. Jetzt müssen seine Chaser ihm dafür was auszahlen können, hier mit der Nummer 4. Jan Wochendorf sucht seine Option. Ein schönes Beat von Nummer 16 von Juli. Zieht rein, keiner kann ihn stoppen. Das war... Also ich muss auch sagen, das sah wahrscheinlich aus Sicht der Referees, der Goal-Referees, nach drin aus, aber auch ich von der Seite sah, den hat er einfach vor dem Hub runtergesetzt. Ja. Und auch unser Kameramann Harun meint, dass das nicht unbedingt ein Tor gewesen sein müsste. Sei es drum, Jülich nimmt's. And referees are... sind auch Menschen, so. Ja, auf jeden Fall. Und aus dem Winkel war es halt wirklich schwierig. Es steht halt vor, sie stehen auf beiden Seiten der Hubs, aber das war aus von der Seitenperspektive viel besser zu erkennen. Und da ist halt unser Kameramann besser positioniert als die Referees. Das war kein... Passing-Game ist nicht so gut, dieses Game. Ich weiß nicht. Also das hat am Anfang wirklich besser gefallen, hast du recht. Jetzt hier werden ein paar Dinger geschaufelt, hohe Bogenlappen gespielt. Vielleicht ist das die Quaffel, weil wir, bevor die Game geguckt haben an die Quaffel. Es ist ein bisschen ein... ich weiß nicht, es ist nicht ein guter Quaffel. So, vielleicht ist das es. So. Schnelle Übergabe. Schön. Schön. Und ein gutes Beat. Nein, ein Beat von der eigenen Gitarrin. Oh, ist das? Das ja, war das war das war richtig stark. Das war richtig stark. Und zurück ins Swim. Oh, und Julie hast einen Fufusela. Anna Wichterich hat das sehr schön gemacht. Mit der Übergabe auf der rechten Seite kann dann den Kontakt des Keepers sich erwehren. Passt auf die linke Seite auf Jan Wachendorf und er macht das Ding rein. Und Louis in Offense. Zu hoher Pass. Zu Martin Klö. Aber das ist... Oh, das war sehr, sehr schön von Martin Klö. Ja, dann müssen sie ein bisschen näher dran gehen. Der hat zu viel Platz, kann dann auch ziehen und dann auch noch so einen leichten Chip reinmachen und das ist dann das 19:50. Schade, Jülich war eigentlich dran und könnte hier doch nochmal auf die Swimrange kommen. Ja, das ist ein sehr gutes Score für Jülich. Von dem ersten Game. Auf jeden Fall. Gegen so ein eingesessenes Team wie Frankfurt. Mit gutem Coaching, erfahrenen Spielern. Ah, der Pass ist wieder zu ungenau. Ja, kommt der noch an? Nein. Aber der nächste nicht. Ah, aber sie haben... Wie ist das denn jetzt passiert? Oh, das war... Das war nicht so schön. Nein.
Jetzt kommt hier der Beat. Aber zu spät. Das ist ein Hoop, aber... Na, der Rap war ein bisschen hoch, war aber noch okay. Ich sag mal, so Schulterhöhe, das geht noch. Wenn die Hand höher gerutscht wäre, wäre das ein Foul gewesen. So war das in Ordnung. Der Pass kam im richtigen Zeitpunkt, als der Beat noch nicht getroffen hatte. Und damit das 100 zu 50. Natural Motion. Oder 90 zu 50. Noch ist der Score nicht umgeschaltet worden. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Das müsste doch das 100 zu 50 gewesen sein, wäre richtig? War das nicht 100 zu 50? Naja, Sascha Svoboda jetzt will mal ein bisschen was setzen. Wir sind kein Raps, wir wissen das nicht. Genau. Ah, nochmal ein weiter Ball nach hinten und der rollt raus. Ja, das ist die Hard Bunry. Ungenauer Pass von Sascha Svoboda und der kann halt leider nicht mehr werden. So, Frankfurt wird sich freuen. Ich denke, dass die Chaserin da ist Sandra Großmann. Und zurück zu Martin Klüg. Ja, Martin Klüg gefällt mir sehr für die Frankfurter. Mit Ausnahme seines Passspiels ist es ab und zu ein bisschen wackelig, aber er ist immer da als Passempfänger. Jetzt wird er wahrscheinlich einen langen Ball spielen. Und sein Drive sind sehr, sehr schön. Und zurück zu Nico. Und Michael Steinbacher ist trolling. Und da vor die Bass. Ah! Schön! Schöne Verteidigung von Sascha Svoboda. Und. Ich muss sagen, mir gefällt sehr, was Maike da macht. Also Moon Moon, die Nummer 3 von Frankfurt. Ja, cheers. Also sie gefällt mir auch ganz gut. Sie steht gut. Sie hält auch Kontakt aus, wie wir vorher gesehen haben. Also diese Szene, die hätte ich gerne, sag ich mal, auf einem GIF. Klasse gemacht von ihr. Hier hat es nicht gereicht, Sascha Svoboda hat aufgepasst. Ja, und was ich sehr mag, sie ist ein kleiner Keeper. Ja. Und ich weiß, dass man das in Deutschland mehr macht, aber in den Niederlanden ist das sehr, sehr seltsam. Ja, also wir haben sehr viele weibliche Keeperinnen, die sich auf jeden Fall jedes Mädelmann erwehren können und da sind wir wirklich schon ein bisschen stolz drauf, da hast du recht. Und jetzt in 2 Sekunden geht's los, der Seeker Floor ist open, es ist fancy. Ja. Gegen, ich glaube, das ist Michelle Hubert. Ja, das ist Michelle Hubert. Die möchte hier aber natürlich verteidigen, mal 0 zu 50 auf die richtige Entscheidung. Mit einem Tor wären sie wieder in Swim Range. Aber sie kommt nicht wirklich zwischen Fancy und dem Snitch. Der hat jetzt ein bisschen Zeit. Fancy hat die 1 on the prize. Er hat Zeit. Oh! Oder ich weiß nicht, wo sind die Jubiler Bieter? Die bleiben hinten, die konzentrieren aufs Koffer geben. Sie wollen einfach dieses eine Tor machen und keines bekommen. Und deswegen konzentrieren sie sich auf den Koffer. Ja, und der war Beat. Ja. Ich muss sagen, da hätte ich jetzt eigentlich gerne auch den Pass. Oh, und das war nicht gut gecallt, weil ich finde, der war nach dem Beat, aber... Natural Motion ist ein sehr schwieriger... Ja, das ist für mich... Call-to. Ich war in meiner alten Zeit auch immer Beater, da ist man immer ein bisschen unzufrieden, wenn dann sein Beat eigentlich setzt und der Pass noch gemacht wird und es wird als Natural Motion. Vielleicht hast du deinen Job ja richtig gemacht. Ja. Aber das Ergebnis ist halt ein anderes. Aber es ist sehr schwer für die ARs und auch für die Headcraft ja zu sehen. Ich wünschte nur ab und zu, da wäre dann im Zweifel für den Beater entschieden worden. Und ja. Aber hier reicht es fürs 100 zu 50 für Frankfurt. Ja, Michelle Hubert kommt da nicht wirklich zwischen Fancy und dem Snitch. Da muss sie ein bisschen mehr Körpereinsatz reinbringen. Ja. Aber das ist auch ein Schnitt, die viel rennt. So. Ja. Und es ist jetzt das erste Spiel, der hat noch ein bisschen Ausdauer. Und Fancy ist vielleicht auch ein bisschen müde, wenn sie das. Ja, er war bisher sehr im Chasing Game involviert. Jetzt muss er hier auch mal ganz alleine das ganze Seeking Game auf seine Schultern stemmen. Sucht einen Weg, wer ist den Körperkontakt? Denn jetzt müsste er mit den Schultern rotieren und da mit einer der Hände reingehen. Michelle Hubert versucht jetzt hier ein bisschen zu nerven und das positioniert sich besser. Kann geprüft werden. Gute Verteidigungsaktion. Ich werde gucken, aber ich sehe auch kein Seeker Sub. So, er ist die einige. So, und Ollie Blutcher. Sascha müsste jetzt eigentlich ganz schnell versuchen, was zu landen, wird aber runtergebracht. Oh, das war ein schönes. Kein Hoop. Kein Hoop. Schade, aber gut nachgesetzt von der Nummer 5, Björn Tendring. Nimmt da den Quaffel, der auf dem Boden liegt, und versucht nochmal was zu landen. So, und die Quaffel ist zum Lewis. Ja,
Ja, bisher muss ich sagen, das Seeking Game bleibt etwa in dem Schema, wie das Spiel davor auch war. Frankfurt einen Ticken besser. Jülich versucht da irgendwie reinzukommen, schafft aber irgendwie nicht, sich da gut wieder in Szene zu setzen. Ah. Und ich denke, dass Fancy ein bisschen, ja, er ist müde, er kann nicht schießen. Ja, aber die Defense von Lille steht jetzt eigentlich besser, muss ich sagen. Die ist bisher nur einen Score bekommen, der war auch knapper, hier gut verteidigt. Jetzt muss in der Offense einfach diese ein, zwei Tore kommen und dann ist hier noch was drin. Ja. Vielleicht ist die Jülich-Defense besser mit Nischopisch. Wir wissen das nicht. Das kann sehr ändern. Langer Ball. Oh. Aber safe. Kann sich rausdrehen. Nummer 4 geht auf die Hupe. Ja, das war schön von Jan. Ich hasse zu sagen, two hands. Für das Fangen des Koppels, meinst du? Ja, ich... Eine Verfechterin der Two-Hands-Policy auf jeden Fall. Ah, als eine Coach für ein startendes Team, so. Oh, das war gut getrollt. Schön, da kann Maike nachsetzen. Passt auf die rechte Seite. Oh, Mr. Beat. Oh, und nicht drin! Und ich sag ja, Jülichs Verteidigung gefällt mir jetzt deutlich besser. Frankfurt tut sich schwerer. Und Fancy muss für dich nicht gehen, so. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja, 160 mit einem Tor wäre Jülich hier zurückgeschwommen. Auf jeden Fall. So. Aber sollten sie dann auf die Overtime gehen? Eigentlich finde ich, wenn ich dann schoss, als Jülicher der Ansicht, lass uns das Ding doch direkt gewinnen und nicht in die Overtime gehen. Denn mit der Overtime gefallen sie mir hier eigentlich ein bisschen besser als der Schnaps noch nicht auf dem Spielfeld war. Ich weiß nicht, weil die Offense von Jülich ist besser, aber die Quaffel ist zurück mit Maike. Und sie geht für einen Drive. Aber ein Bieter. Oh. Aber sehr schön, nochmal ein Lob. Sehr schön, der Ball wird einfach gedroppt von Maike und nicht nochmal irgendwo hingeworfen. Sehr gut. Oh, da war Fancy richtig nah dran. Ich hoffe, das haben wir auf der Kamera, da hat nicht viel gefehlt. Schöner Tackle hier. Bei Nina Heise, dafür wird sie aber abgeräumt von hinten. So, jetzt soll hier wohl ein bisschen Aktion von dem Bieter kommen. Ja. Attacke auf die Bieter und dann ein Drive. Nina? Jetzt muss eigentlich der Lauf kommen. War aber dazu raus in den Pass. Oh, schön! Schöne Verteidigungsaktion. Ich glaube, das war Louis. Reis, Malte geht wieder für einen Drive. Also, das hat ein Tackle müssen. Sagen. Oh, das war kein guter Pass. Davor die Defensivaktion von Louis war wirklich stark. Reißt dann den Quaffel aus der Hand des Jülicher Spielers. Dann Maike mit einem guten Drive, aber der Pass war zu überhastet. Sie hat nicht die Sehstation auf gut Glück gepasst und da war keine Option da. Nein. So, man kann nicht immer einhaltend sein. So, jetzt wird das Ganze etwas sonniger. Die Sonne scheint in die Gesichter der Verteidigung von Frankfurt. So vielleicht die andere Games ist das. Welche Seiten man hat, ist ein Vorteil. So. Ah! Das finde ich schön. Ein kleiner Fistbump von Fancy an seine neue Verteidigerin. So, Annika Löwe. Das ist kein Sub for Fancy. Nein, wirklich, der spielt hier durch. Wird es von Annika Löwe nicht verteidigt? Er ist ein Trooper. Aber das wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen länger dauern, wenn er er war einmal nah dran, aber ich glaube, so langsam wird er sich freuen, wenn da ein Handicap auf den Schnatz kommt. Ist das jetzt erster Handicap? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich denke es, weil die Schnitsch ist sehr um die Midline, so.
Also die Defense der Jülich als... Ohne Catch! Ich hab das nicht gut gesehen. Also ich hab auch nur ein bisschen was gesehen. Es sah aber eigentlich recht gut aus, muss ich sagen. Mit dem Körper vorgelehnt und dann mit der rechten Hand an die Socke gekommen. Puh, also da wäre ich jetzt... Schwierig zu sagen, aber ich glaube, der war gut. Ja, und ich denke, dass beide Teams mit diesem Score sehr zufrieden können sein. Ich finde, es reflektiert das Spiel. Frankfurt hatte hier die Oberhand. Jülich war aber dran, das muss man sagen. Da kann man auf jeden Fall mal Props geben mit 160. Der hätte auch jederzeit noch ein Tor kommen können. Am Schluss vielleicht in der Offense ein bisschen cleverer sein, dann ist er auf jeden Fall mehr drin. Und ich glaube, die werden nicht sieglos aus diesem Turnier gehen. Ja, ich denke, dass Jülich dieses Turnier vielleicht die Überraschung ist, die du gedacht hast. Ja, also ich habe von Jülich einfach eine hohe Meinung. Sie werden gut gecoacht. Ich höre immer Gutes von den ganzen Friendlies, die es bisher da gab. Sie sind ja auch ein paar Mal über die Grenze, glaube ich, rüber gehuscht, um bei anderen Mannschaften zu spielen. Ich glaube, da waren sie beim Neighborhood Cup mal dabei. Zwischen Belgien und Deutschland. Und auf jeden Fall, da wächst was heran in Jülich. So, die Ref-Diskussion ist etwas lang. Und ich glaube, der eigentliche Gewinner ist so oder so fancy, weil der hat, egal, auch wenn er jetzt nicht gut ist, hat er wenigstens mal kurz 2 Minuten Zeit, um Luft zu holen, durchzuschnaufen und dann mit neuer Kraft sich auf den Schnatz zu stürzen. Ja. Der hat dann wirklich durchgespielt, der Schnatz. Gut ab. So, vielleicht, fancy ist so gut, sie hatten keinen Sub. Sie brauchen keinen Sub. Ja, würde ich sagen. Also, ich glaube, am zweiten Turniertag würde er sich wahrscheinlich schon mal freuen, wenn er dafür 1-2 Minuten mal jemand vertreten kann. Ja. Jetzt am ersten Spieltag, am ersten Spiel, gönne ich ihm das noch von Herzen. So. Geht noch Jülich? Warum? Die Rest bleiben zusammen. Das sieht eigentlich dann danach aus, als ob das Spiel beendet werden würde. Sonst würden sie sich wieder auf ihre Position begeben. Aber vielleicht... Catch is good. Und damit 130 Sternen zu 60 für die Frankfurter, die das hier verdient gewonnen haben. Jülich hat sich gut geschlagen, Frankfurt letztendlich mit der Oberhand. Aber es hat Spaß gemacht, schöner Auftakt für dieses Spiel, für dieses Turnier. Ja. Und so kann es weitergehen. Und bis zum nächsten Game. Genau, dann bis zum nächsten Spiel. Das waren Philipp und Gael. Passt auf, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao. Ciao.